Soll ich mich ein paar Mal versprechen, dann ist es lustiger. Ja, lieber Christian, jetzt sitzen wir hier da im Aufnahmestudio und du hast gerade den 10. Eberhofer, das Google-Hopfgeschwader, eingesprochen oder bist gerade noch dabei? Ich bin noch dabei, ja. Ich bin auf Seite 310 und habe noch 41 Seiten. Ich lese mir ja bekannterweise die Bücher vorher nicht durch. Und das ist wahnsinnig spannend, wenn man das selber liest. Weil man weiß nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, wer der Täter ist. Was suchst du in Gottes Namen? Fragt mich die Jessie und hat ihre Kopfhörer abgenommen. Den Kuchen, verdammt, sage ich und suche derweil unbeirrt weiter. Und was sagst du? Ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich begeistert, weil man wirklich wahnsinnig mitgeht mit den Figuren, gerade weil es so eine tragische Figur dabei ist. Das ist dieser Lotto Otto, also sprich der Oscar, der eben spielsüchtig ist, der dann in die Tschechei geht, wo jetzt Birkenberger und Eberhofer hinterher müssen. Und es kriegt sowas wirklich Tragikomisches. Also für mich ist es eine schöne Weiterentwicklung. Da ist doch davor der Google-Hupf noch gestanden, den die Oma gemacht hat. Wo ist denn der hin? Man kann es vergleichen jetzt mit den frühen Dietl-Sachen. Mich hat das wahnsinnig jetzt an Münchner Geschichten, also ist jetzt ein hohes Kompliment, ja, also, hallo, muss ich jetzt mal sagen, erinnert, wo es auch immer eigentlich Stück für Stück, es bleibt komisch, aber es wird mehr tragisch, komisch, finde ich. Aber so ist ja auch das Leben. Es ist ja nicht immer nur lustig oder nur traurig oder nur stressig, sondern es ist ja immer so ein bisschen eine Mischung aus dem Ganzen. Und das versuche ich halt dann auch so aufs Blatt zu bringen. Ja, das war davor. Jetzt ist er weg. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So ist das nun mal. Aber ganz ehrlich, Franz, er war ein Gedicht, antwortet sie grinsend und setzt dann ihren dämlichen Kopfhörer wieder auf. Also mein persönlicher Favorit waren ja diese Albaner, die Albaner vom Winterkartoffelknödel. Ja. Und das weiß ich noch, da bin ich mit dem Robert, mit meinem Mann von der Buchmesse heimgefahren und habe diesen Winterkartoffelknödel gekriegt auf der Buchmesse als Hörbuch. Und wir haben uns den dann auf der Fahrt angehört und irgendwann musste der Robert runter von der Autobahn und wirklich zur Raststätte, weil du da den Albaner gerade gesprochen hast und dem sind die Tränen runtergelaufen. Der konnte nicht mehr, der konnte einfach nicht mehr. Und wir reden jetzt von 10 Jahren, gell? Total, das ist für so eine Buchserie und auch für eine Filmserie und eine Hörbuchserie schon eine Nummer. Es macht, muss ich sagen, ohne Schleimerei, es macht nach wie vor Spaß. Mir auch. Also mir macht auch das Schreiben total Spaß. Ich, wenn anfange, die ersten Sätze zu schreiben, ich bin total schnell wieder in Niederkaltenkirchen und fühle mich total schnell wohl. Und ich glaube, dass das irgendwie auch auf den Leser-Hörer überspringt, diese Freude, wo wir da beide auch bei der Arbeit haben.